Wenn du dieses Katzenmonster oder diesen gigantischen Herobrine-Mutanten in deiner Welt siehst, lösche sie sofort. Sonst wird das ganz und gar nicht gut für dich ausgehen. Und lass jetzt auch nochmal schnell ein Like da und ein Abo da. Ansonsten schicke ich diese Monster zu euch nach Hause. Und das will keiner. So, hier ein ganz normaler Tag in einer Minecraft-Welt. Wir sehen, der hat hier ein Nether-Portal am Start. Und er färbt einfach mal das Portal mit grünem Kaktus. Wie geht das denn? Was ist denn hier jetzt schon los, Leute? Wenn ihr dachtet, das ist harmlos. Nein, es wird heute noch viel krasser. Wir sehen, er kommt einfach mal irgendwo in so einem komischen Villager-Dorf an. Wir sehen schon Blutflecken auf dem Boden. Das ist kein gutes Zeichen, Freunde. Ganz und gar nicht. Also, die Frage ist jetzt nur, was befindet sich hier in diesem Villager-Dorf, was so unheimlich ist? Und wir sehen einfach mal, wir haben hier, eine Kirche. Hier haben wir ein ganz normales Haus und da ist ein Villager, der einfach mal seinen Kopf offen hat. WTF. Wie sieht der denn aus? Der ist ja geisteskrank. Oh Leute, ich ahne nichts Gutes. Da ist noch ein Steve-Kopf auf dem Boden. Der geht ins nächste Haus. Und was denn da passiert? Leute, es wird noch gruseliger. Es ist gerade mal der Anfang. Es ist wirklich gerade mal der Anfang und es geht schon echt gruselig los. Also, wer es von euch bis zum Ende des Videos schafft, der ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Oh mein Gott, Leute. Da haben wir, weiß ich nicht, von dieses Monster von Garden of Ben oder so? Ich meine schon, oder? Oh mein Gott, schaut euch dieses Monster mal an. Und es kommt angerannt. Und es hat auch die grüne Farbe. WTF. WTF, Leute. Der sieht ja mal richtig krass aus. Und wir sehen, er rennt jetzt wieder zurück in das Portal, oder was? Also scheint zumindest so auszusehen. Ja, er rennt zurück. Oh Gott, schafft es auch, schafft es auch. Oh Gott. Oh mein Gott, er taucht vor ihm auf. Was? Hier laufen sie einfach mal zu zweit in einem, ich denke mal, das ist ein Waldgebiet. Oh mein Gott, und der Wald ist auf jeden Fall ziemlich kaputt dort. Steve und Alex sind einfach mal zu zweit unterwegs. Alter Schwede. Okay. Wir sehen, okay, sie laufen jetzt hier irgendwie zum, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, zum Ort, wo alle Bäume abgefackelt sind. Und da ist einfach mal ein Kreuz mit aus Holz gebaut worden. So, was macht der jetzt? Der baut hier auch, lol, so ein Spawn, so Alex Spawnköpfe, lol, hä? Was ist das denn? Dreck hat er hier platziert? Ein Steve-Kopf, ein Alex-Kopf und was? Was ist denn da passiert? Einfach in die Luft gegangen. Alter Schwede. Oh mein Gott, und da sind Alex und Steve einfach mal mutiert in einer Person. Und jetzt wird Steve einfach mal verfolgt. Er hat keine Chance, Freunde. Er hat keine Chance abzuhauen. Er versucht natürlich irgendwie abzuhauen, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht ganz und gar nicht gut aus. Es sieht so aus, als wenn er es nicht schaffen würde, zu entwischen. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das an. Irgendwie wird er aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die sind irgendwie maximal lost. Aber das sieht gerade echt nicht gut aus. Und jetzt fliegen sie weg. Sie fliegen einfach mal weg. Da hatte Steve ja wirklich Glück. Weil was da passieren hätte können. Eieieiei. Aber hier auch wieder ein ganz normaler Tag. Er geht nichts ahnend raus. Ne? Er denkt sich halt nichts Böses. Alles wie immer. Denkt er zumindest. Aber wir sehen einfach mal ein Villager-Dorf. Kennen wir ja bereits. Aber die Musik ist sehr mysteriös. Und wir sehen, da ist Cartoon Cat auf dem Dach. Oh mein Gott, einfach mal Cartoon Cat. Aber was wird Cartoon Cat machen? WTF. Einfach mal so random auf einem Dach. Da bin ich jetzt mal gespannt, Freunde. Was macht denn auf einmal Steve zerteilt im Haus? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Ein Villager wurde auch noch zerteilt. WTF. Boah, der Villager wurde ja richtig getroffen. Leute, ist das gruselig. Und da steht, du bist der Nächste. Oh mein Gott. Und du bist der Nächste, sagt Cartoon Cat. Alter, und hier ist einfach mal Traffic Light Head. Also, das kennen wir ja schon. Den haben wir schon einmal gesehen. Junge, wie gruselig sieht der denn aus? Und jetzt versuchen die ihn einfach mal abzuschießen.
Aber es scheint so auszusehen, als wenn die Pfeile einfach machtlos wären gegen ihn. Also dieser... Die versuchen, ihn abzuschießen, aber es taugt, glaube ich, nichts. Ich glaube nicht, dass das irgendwas taugt. Alter Schwede. Oh mein Gott, jetzt werden sie beide verfolgt von Lampen. Von Ampelkopfhead oder wie soll man den nennen? Ampelhead? Keine Ahnung. Oh, sie sind jetzt eingesperrt. Aber werden die es schaffen? Oh Gott, oh Gott. Sie laufen auf jeden Fall hinterher. Und er sucht sie. Oh, lol, er sucht sie. Er kommt jetzt wieder angelaufen. Aber was soll das werden? Ich meine, dagegen ankommen tun sie ja auch nicht, ne? Oh Gott, aber der ist groß. Wie groß ist der denn? Und es wird dunkel. Es wird richtig dunkel. Er wurde abgeschossen? Was? Was ist da passiert? Hier gehen sie einfach mal in ein Bett schlafen und es steht einfach mal ein Spieler vor der Glasscheibe. Aber es ist nicht irgendein irgendein normaler Spieler, sondern wir sehen einfach mal einen super gruseliger... Er sieht aus wie Steve, aber irgendwie mutiert und er macht einfach die Scheiben kaputt, haut die Wände ein und ist einfach im Haus. Oh Gott, da kann man echt nur rennen. Renn um dein Leben, Kollege. Denn von diesem Spieler gefangen zu werden, das halte ich für keine gute Idee, mein Freund. Oh Gott, sie rennen um ihr Leben. Sie rennen um ihr Leben. Mit Recht. Mit Recht. Wir sehen, der Spieler rennt ihnen aber die ganze Zeit hinterher. Er lässt nicht locker. Er will irgendwas von denen haben. Vielleicht hat er ihnen ja irgendwas geklaut. Aber wohin wollen sie rennen? Er platziert sich die ganze Zeit Fackeln. Und wir sehen, er ist immer noch den Spielern hinterher. Immer noch, immer noch. Eieieiei. Oh Gott, und in die Sackgasse. Eine Sackgasse. Hä? Ihr könnt doch da hochklettern. Was macht ihr denn, Jungs? Okay, okay. Sie lassen es drauf ankommen. Was passiert, was passiert, was passiert? Gar nichts. Lol. Hier laufen sie einfach mal zu diesem komischen Obsidian-Cobblestone-Haus. Eine Mischung zwischen beiden Sachen. Auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt ist die Frage, was wird sich da drin befinden? Ein rotes Nether-Portal. Okay. Okay, schauen wir mal nach. Und da ist er einfach mal durchgelaufen. Steve ist schon auf ihn, wartet schon auf ihn. Und wir sehen, was sind das denn für Wassertexturen? So komische Karo-Muster. Eieieiei. Er sieht auf jeden Fall außergewöhnlich aus. Wir haben da einfach mal einen gruseligen Herobrine-mutierten, was auch immer das sein soll, Steve. Ey, was ist das denn? Junge, der sieht ja mal richtig krank aus. Der sieht ja mal geisteskrank aus. Ey, da muss man noch abhauen vor. Ey. Oh Gott, der geht in Sicherheit, der geht in Sicherheit. Nein, der schlägt die Scheibe ein. Der schlägt die Scheibe ein. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Der kann sich ja noch retten. Noch kannst du nicht retten. Warum bleibt der denn stehen? Renn doch. Oh Gott, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Freunde, schaut euch mal das an. Der hat hier einfach mal ein Wasserloch. Und dieses Wasserloch wird jetzt einfach mal vom Kollegen benutzt. Aber er baut es zu. Er will ihn nämlich pranken. Und der Kollege springt runter und... Oh mein Gott. Er überlebt's. Was ist denn da schief? Oh mein Gott. Und er ist sauer. Er zog das Steinschwert und jagt ihn jetzt. Aber Leute, wartet noch kurz. Wartet noch kurz. Es wird noch verrückter. Denn... Er macht nicht die normale Art. Er nimmt einen Eisenblock in die Hand und er frisst diesen Eisenblock auf und wird zum Giga-Ultra-Eisengolem. Ey, was ist das denn für ein krasser Golem? Leute, habt ihr schon mal sowas gesehen? Ein aufgepumpter Eisengolem? Leute, wo sind wir denn gelandet? Ey, das ist krass. Das ist krass. Wir sehen, er versucht ihn irgendwie zu bekommen, baut die Blöcke ab, aber... Oh mein Gott, da ist er. Der Super-Ultra-Golem. Also manchmal denkt man ja wirklich, man hat alles ganz normal richtig gemacht. Aber jetzt wird man vom Gegenteil belehrt. Schaut euch das an. Der hat nur eine Potion geworfen. Und es kommt einfach mal so eine komische Gruselkatze raus. A.K.A. Cartoon Cat. Leute, er hat ihn nur mit einer Potion abgeworfen. Und sein Freund ist jetzt einfach mal eine bestialische Katze geworden. Ey, das ist so krank. Das ist so krank. Also ehrlich, Leute, und er rennt um sein Leben. Von so einer Katze gejagt werden. Schaut euch das mal an. Wer will denn freiwillig? Er wurde gegessen. Er wurde einfach mal aufgegessen von dieser Katze. WTF.
Und wenn man denkt, man hat das Schlimmste schon überstanden. Nein, es geht noch weiter, Leute. Schaut euch das an. Die sind einfach mal am Meer. Und irgendwie, was hat der da geschlagen? Der hat irgendwas geschlagen. Und er kann irgendwie das Wasser reiten. Was macht der denn da? Ist er denn komplett verrückt geworden? Geh da raus. Er kann doch nicht einfach das Wasser reiten. Was macht er da, Leute? Was macht er da? Er ist komplett verrückt geworden. Aber Leute, es wird noch schlimmer. Denn schaut euch mal an, was er da gefunden hat. Er macht irgendwelche komischen Zeichen, dreht sich gerade, fliegt etwas in die Luft und da kommt Jiffy schon wieder, diese komische Cartoon-Katze aus dem Wasser. Was war das? Okay, ganz normal ins Haus reingehen. Dachte ich mir zumindest, schaut euch mal die Wand an. Das ist nicht normal. Und er geht an die Wand schlafen. Das ist auch nicht normal, Freunde. Aber okay, wenn er Spaß dran hat, dann gönn dir den Schlaf an der Wand. Aber, Freunde, jetzt wird's gruselig. In der Zwischenzeit, wo der Kollege schlafen geht, findet er Spuren in eine Mine. Und wir sehen schon wieder, Herobrine ist einfach mal auf dem Boden. Gruselige Villager-Köpfe und da steht, nein, bitte. Und wir sehen Pfeile, die in ein Portal reinzeigen. Und wir sehen, dahinter ist einfach mal, ein dreiköpfiger Herobrine. Der sieht aus wie eine Bestie. Der ist heftig. Der ist so heftig, Leute. Was ist das denn? Er kann ihn auch nicht schlagen, weil er so krank ist. Oh nein. Er jagt ihn. Es gibt kein Zurück mehr. Der muss um sein Leben rennen. Kollege, renn! Was macht er denn da? Der läuft da, als würde er einen Marathon laufen. Aber einen Marathon im Schlaf. Kein krassen Marathon. Oh mein Gott, er ist weg. Wo ist der hin? Der kann doch nicht einfach verschwunden sein. Leute, ich bin mir sicher, der ist auf dem Weg zu euch, wenn ihr noch kein Like da gelassen habt. Also nochmal schnell ein Like da lassen, denn das ist krass. Okay, eine ganz normale Wandertour. Da kann doch gar nichts schief gehen. Ich meine, das ist eine Wandertour. Was soll da schon passieren, oder? Okay, also. Steve laufen wohl durch die Welt, weil, ja, keine Ahnung, was die da machen. Die suchen vielleicht irgendwelche Ressourcen oder so. Würde zumindest Sinn ergeben. Okay, und irgendwas ist... Warum hebt ihr das Haus denn in die Luft? Steve, du kannst doch nicht einfach das Haus mitnehmen. Was ist denn jetzt sein Plan? Ist er denn verrückt geworden? Hä, wo soll er denn schlafen? Oh Gott. Na gut, da muss er sich wohl was anderes suchen. Und das ist die Alternative. Schaut euch mal an, eine Siren Head Spinne. Eine Siren Head Gigamutantin Spinne, um genau zu sein. Junge, wie gruselig ist die denn? Ey. Also der will ich auf keinen Fall begegnen in Minecraft. Oh ja, renn, Kollege, renn. Und das so schnell, wie du nur kannst. Oh Gott. Oh Gott. Ich frag mich nur, wird er es schaffen? Oder wird er von dieser komischen Siren Head Spinne aufgegessen? Das will man nicht mitmachen. Das will man echt nicht mitmachen, Freunde. Eieiei. Das ist ja ekelhaft. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, und wie gruselig sie vor allem aussieht. Ey, der will ich nicht begegnen. Alles nur nicht der. Aber er konnte sich retten. Wenn Leute euch sagen, Wasser ist ungefährlich, dann schaut euch den Kollegen an. So ungefährlich ist Wasser doch nicht. Aber was noch gefährlicher ist, ist dieser komische Alex-Spinnenmutant, der sein Unwesen in diesem Villager-Dorf treibt. Also wenn ihr den sehen solltet, haut ab, Leute. Haut ab, so schnell wie es geht. Ich kann es euch nur raten, weil das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Und er kommt. Er kommt. Oh mein Gott. Eieieiei. Schaut euch alleine mal an, wie groß der ist. Der ist gigantisch. Ey, der ist heftig. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, sowas verfolgt euch in eurer Minecraft-Welt. Sowas verfolgt euch in eurer Minecraft-Welt. Der läuft zwar ein bisschen komisch, wippt hin und her nach vorne, aber ganz ehrlich, gefährlich sieht er dennoch aus. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Stellt euch vor, der ist in eurer Minecraft-Hardcore-Welt. Oh mein Gott. Nee, das muss nicht sein. Das muss auf keinen Fall sein, Freunde. Und da steht er jetzt.
Oh Gott, er kommt weiter, er kommt wieder. Und er wippt immer so nach vorne. Ganz, ganz komisch, ne? Ganz, ganz komisch. Natürlich kann er auch über Wasser laufen. Was war das? Und schaut euch dieses Megahorn an. Das ist Scary Megahorn. Also ein super gruseliges Horn. Alter, was ist das denn? Und er wirft es einfach mal mit einem Ei ab. Oh mein Gott. Das hat ihm bestimmt nicht so gefallen. Oh mein Gott, Leute. Ich kann das echt nicht mehr sehen, wie gruselig das einfach ist. Das ist so eine Art Satellit. Was ist das überhaupt für ein Monster? Und er versucht einfach, dieses Monster anzugreifen. Hat Raketen und ein Schwert in der Hand. Oh Gott, und jetzt wird er auch na toll. Na toll, das hat er sich aber auch selbst eingeborgt. Jetzt kannst du sehen, wie du aus dem Staub kommst, Kollege. Oh mein Gott. Ey, was ist das denn? Nein, 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 nein. Er fliegt hoch. Und überlebt. Er hat sich gerettet. Oder? Ist es die Rettung? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Leute, ich würde sagen, bevor das Monster wiederkommt, lasst jetzt nochmal schnell ein Like da, lasst ein Abo da. Ich verabschiede mich für heute. Ciao.